Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf diesem Kanal gefallen und ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo dalassen und ab jetzt beginnen auch wieder die ganzen täglichen Cups und natürlich auch generell alle Cups. Das heißt, es gibt jetzt täglich eigentlich Stuff, den wir zocken können. Es beginnt heute mit dem Mongrel Cup. Das werden wir natürlich zocken. Ich denke mal, ich werde so gegen 15.30 Uhr online gehen und dann werden wir das Ganze von 16 bis 19 Uhr zocken. Dann geht es natürlich morgen weiter mit dem Champion Cup von 19 bis 22 Uhr. Beziehungsweise dem Anwärter Cup eben halt auch von 19 bis 22 Uhr. Vorher natürlich täglicher Trio Cup, also da werden wir auf jeden Fall ordentlich Stuff haben, was wir zu zocken haben. Donnerstag dann der Plattform Cup, dann am Freitag der Dreamhack Cup und dann Samstag, Sonntag ebenfalls noch Dreamhack, Sonntag dann auch noch die Hype Night. Also wir haben wirklich genug Stuff, was wir zocken können. Wenn ihr dazu natürlich nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne auf Twitch ein Follow da lassen und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item Shop an. Und heute haben wir einen neuen Skin tatsächlich, und zwar den Safari-Skin aus dem Wildester Westen-Set. Ist auf jeden Fall ein sehr wilder Skin. Hier haben wir einmal den Standard-Ziel und dann noch den Ziel ohne Hut. Dann haben wir als nächstes noch die Morgensternklinge als Spitzhacken dazu. Als nächstes haben wir dann hier den Mecha-Anführer-Skin, einmal im Standard- und im Metall-Ziel. Und wir haben dazu noch eine aufgeladene und haben das integrierte Mode aufgeladene Kampfkunst. Dafür muss man allerdings auch 100 V-Bucks mehr bezahlen als in einem normalen Skin, also man muss 1600 V-Bucks für den Skin bezahlen. Dann haben wir die Combo-Klinge noch als Spitzhacken dazu, sowie die Mechatime Lackierung. Dann haben wir hier noch den Rennfieber-Skin, einmal mit dem Helm und einmal ohne Helm-Stil. Dann das Papierflugzeug, dann den Gute-Laune-Gang-Emote. Dann noch die Taxifahrerin, den Auferweckt-Emote. Dann noch den Deckeltritt-Emote. Hier besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er eben mal diesen Deckeltritt schafft. Allerdings haben die, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit dort auch reduziert, weil er es nur noch sehr, sehr selten schafft. Früher hat er es, glaube ich, fast bei jedem Versuch tatsächlich geschafft. Mittlerweile aber verkackt er gefühlt nur noch diesen Emote. Dann haben wir als nächstes hier noch den Sommerdrift-Skin. Einmal im Standard-Ziel und im Ziel mit Hemd. Dann noch die Zwillingsklinge als Spitzhacken dazu. Die Drift-Wolf-Lackierung, den Drift-Stream als Gleiter. Und dann haben wir heute noch den Raubzug-Skin im zweiten Slot bei den Sonnenangeboten. Dort haben wir auch mehrere Stile, einmal den Standard-Stil und dann noch den Insel-Stil, obwohl hier tatsächlich gar keine Stile bei dem Skin selbst angezeigt werden. Ist auf jeden Fall ein bisschen verbuggt. Auf jeden Fall waren es dann alle Items aus dem heutigen Item-Shop. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Video. Ciao.